So, wir befinden uns gerade mitten in der Stadt vorm Adidas Outlet Laden. Auf Empfehlung von der lieben Sarah. Liebe Grüße an dich, Sarah. Dankeschön. Wir haben eine ganze Tüte voll Klamotten. Also wirklich eine Riesentüte voll. Ja, sie sieht jetzt klein aus, aber da sind viele Babyklamotten bei. Fotos werden folgen. Und ja, Adidas hier. Ne? Leider gab es keine Basketball-Trikots, war mir klar. Wir waren gerade im Nike-Outlet-Laden noch. Ja, wir sind mitten in der Stadt. Man kann hier nicht so gut filmen, man muss Angst haben um seine Wertsachen. Deswegen mache ich nicht so viele Videos. Meine Frau fragt gerade noch den Weg. Wir wollen ihre Mama besuchen. Und der kleine Mann ist tief und fest am Schlafen. Aber ja. Lieber Jan, wir haben viele tolle Geschenke für dich. Wir lieben dich und ich mache gleich mal ein paar Fotos. So, wir sind jetzt in einer Bar. Klein und niedlich. Direkt neben dem Park. Ich muss schnell auf Toilette. Du bist live on Sendung, Schatz. Hallo. Erzähl über die Karte. Wir sind in einem Restaurant, Classico El Dante. Und ja, wir haben schon auch hier diese... Oh. Sorry, excuse me, disculpa. Ich habe hier ein Heidelbeerbier und meine Frau trinkt Michelada mit Salzrand. Und der kleine Mann ist wahr. Ich habe ein Salmon und Camarones. Es ist für uns drei. So, es gibt Yummy Yummy Essen. Es sieht richtig geil aus. Das ist eine kleine Portion Pommes hier und der kleine Mann hat sich direkt eine geschnappt. Yummy, und ne? Sehr heiß. Jan! Oh, lecker. So, das ist Ceviche. Das ist Fisch gegart in Zitrone. Und da gibt es sogar Garnelen. Oh, das ja, sieht genau. Echt geil aus. Lachs mit Garnelen. Lachs mit Garnele. So, wir haben jetzt für alles umgerechnet. Nein, 15.000 sind doch keine 20 Euro. Fast 20 Euro? Nein, 17 Euro, würde ich ja sagen. 17, 18 Euro. Auf jeden Fall richtig günstig. Fisch, Pommes und zwei große Bier. Und der kleine Mann ist auch glücklich, oder Jan? So, wir besuchen jetzt Oma bei der Arbeit. Das ist hier so eine riesengroße Shopping Mall, wie man sehen kann. Und da oben, das Ding geht es ja noch weiter hier, ne? Da ganz rum. Und da hinten sind die Anden schon. Es ist sehr voll hier alles und ja, mal gucken, was es da drinnen jetzt so gibt. Oma arbeitet da ja. Wir besuchen sie, gehen noch was essen und dann war es das auch schon fast für diesen Tag. Man gibt, man sieht ja auch überall immer so Straßenmusiker. Und, hört ihr ja? Da sitzt der Junge mit der E-Gitarre da. Und ab in die Shopping Mall. Hola Jan! Hola! Wir sind in einer riesigen Shopping Mall mit einem Rasenplatz sogar. Und jetzt gehen wir in ein Spielparadies. Da meckert jemand. Und hier gibt es ein Spielparadies. So. Och, hier gibt es so viele Attraktionen. Hier ist mehr was für Kinder. Oh, ich glaube, Jan sollte hier gleich ein bisschen spielen gehen. Wie süß. Hier gibt es so ganz viele kleine Spiele, so wie man das auch von früher kennt. Es gibt sogar einen Mini-Autoscooter hier. Und Donkey Kong. Und solche Sachen halt. Aliens. Es gibt sogar Mini Falling Sky Dinger und Transformers. Happy Land, Happy Land. So viele Sachen. Kleines Karussell, Basketball.
Und da hinten sind die Anden. Wunderschöne Anden. Anscheinend kann man hier sogar seinen Geburtstag feiern. Hier sind ganz viele kleine Hütchen. Wie süß. So, meine Frau isst ein Frozen Joghurt von, keine Ahnung, Joden Fruits. Und ich habe mich entschieden für hier im Hintergrund Tommy Beans. Ich glaube, ich esse erstmal mal neben Tacos. Und eine 7-Up Sprite, bitte. Ah, ich komme mit, okay. Ja, hier, wie heißen die doch mal? Tommy Beans haben es total verkackt. Gar nichts hatten die, was wir wollten. Nicht ein bisschen. Keine Quesadillas, keine Tacos, nur Enchiladas und Suppen und sowas. Und jetzt habe ich... So, hier habe ich... Irgendwas mit Fleisch? Noch was mit Fleisch? Und das alles von Nicanor. Für 6.000 Pesos mit kleinen Mini-Empanadas. Und ein Getränk und ganz viel Soße. Das ist Koriander-Mayonnaise, Zwiebel-Mayonnaise, Salsa Verde, Senf und weiß ich nicht alles. Okay. Ciao. Das Essen war halbwegs okay. Die Empanadas waren sehr lecker. Das Eis war sehr gut, aber die Burger hätten besser sein können. Also ich mache sie besser. Aber die Ceviche war das Highlight des Tages. Und ja, wir fahren jetzt nach Hause, ne Jan? Mit unseren neuen Motorrädern. Oder? So, ganz kurz, schnell. Die Klamotten. Hier ist ein kleines Oberteilchen für Jan, für meine Schwester ein Tanktop und hier dieser Trainingsanzug. Oh, so richtig schön in diesem Oldschool-Grün. Noch eine kleine Hose. Hier gibt es dann Trainingsoberteil für meine Frau. Auch richtig geile Farben. Und dann haben wir noch hier so ein Pisco Sour gekauft. Kann ich jedem mal empfehlen. Der Rucksack, den hatten wir schon vorher. Warte, da habe ich jetzt noch hier was Feines. Da, den habe ich auch noch gekauft. Das ist ein schöner Rum. Und winzig kleine Limetten. So, Abend vorbei. Heute beendet. Video wird hochgeladen. Und es geht direkt weiter mit Ude Chile.